Und deshalb steht der hier als SUV für uns auf Platz 1. Moment mal. Wäre das nicht eher der letzte Satz in einem solchen Bericht? Nö, hier nicht. Denn das ist die berühmte Liebe auf den ersten Blick. Und die ist nicht sachlich, sondern der gefühlte Eindruck. Wenn schon SUV, dann der. Er sieht einfach am coolsten aus. Und schöne Autos bauen, das konnten die Italiener schon immer. Der Martini-Tropfen war eher das Thema Technik und die Geschichten darüber. Doch das ist nun Geschichte, denn der hier konnte zumindest auf unserer Ein-Tages-Testfahrt auch technisch überzeugen. Ganz banal erklärt, alles läuft sauber, da klappert oder wackelt nichts und auch der Motor bestätigt den guten ersten Eindruck. Wie bei den meisten Herstellern ist der Alfa Romeo Stelvio zunächst eine Alternative für die eigene Kundschaft, soweit sie eine Limousine langweilig und einen Kombi spießig findet. Ein echter Alfisti, der eigentlich einen Kombi bräuchte, findet in dem SUV mehr als nur einen Ersatz. Das ist nicht neu, denn den Stelvio gibt es ja auch schon seit 2017. Das aktuelle Facelift hat dankenswerterweise sein Gesicht nicht sehr verändert, aber unter der Motorhaube weht jetzt ein frischer Wind, wenn man so umschreiben darf, was eine Reaktion auf die verschärften Abgasgesetze ist. Eben drum erfüllen die E3 Benziner und Diesel jetzt die Norm Euro 6 D-Temp mit weniger Emissionen und mehr Leistung. Die Einstiegsmotoren mit dem 2,2 Liter Turbodiesel gibt es nun mit 160 oder 190 PS. Außerdem wurde die Serienausstattung verbessert und erweitert. Ab Werk an Bord sind nun unter anderem 6 Airbags, Kollisionswarnsystem, Spurhalteassistent, 2 Zonen Klimaautomatik, das Infotainment-System mit 6,5 Zoll Monitor, 17 Zoll Alufelgen, Regen- und Lichtsensor sowie eine automatische Geschwindigkeitsregelanlage. Langstrecken entspannt fahren geht also serienmäßig. Ab Werk kommt auch die Zweideutigkeit, dass die DNA des Alphas aus Dynamic, Natural und Advanced Efficiency besteht, was also die Abkürzung für die Fahrdynamikeinstellungen ist. Damit ließ sich unser Testbenziner mit seinen 280 PS erheblich nachschärfen. So sportlich, so italienisch, eben so weit, so gut. Wem gut nicht gut genug ist, der kann nicht nur eine Schippe oben drauflegen, sondern einige Schippen. Mit der Performance-Variante Quadrifoglio. Unter der Motorhaube lauert dann ein 2,9 Liter V6 Biturbo-Benziner, der mal eben 510 PS und ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmeter an alle vier Räder schickt. Das ist dann SUV als Sportwagenschreck, denn er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 283 km/h und beschleunigt in 3,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. So schnell kommt man in die italienische Edelliga. Tja, Zeit ist Geld und das sind dann rund 90.000 Euro ohne Extras für den Quadrifoglio. Der Name bedeutet ja vierblättriges Kleeblatt, folglich ist wenigstens das Glück inklusive. Wer sich darauf nicht verlassen muss, der kann sich den Stelvio in der Basisversion mit dem 160 PS Diesel ab 41.000 Euro gut sichtbar vor die Tür stellen. Denn hinschauen mag man immer, wenn ein hohes Fahrgestell von sinnlichen Proportionen gekrönt wird. Nur bei wenigen Automarken haben die Fans einen eigenen Namen und der Stelvio wird den Club der Alfisti deutlich vergrößern. So, und nun nochmal richtig platziert. Und deshalb steht der hier als SUV für uns auf Platz 1. Heute geht es um Pickups. Und die gibt es eigentlich schon immer. Vorne der Fahrer, hinten die Ladung. Fertig ist der Light Truck. 3 brandaktuelle Pickups stellen wir Ihnen hier vor. Zum Beispiel den Fiat Fullback. Der Fiat basiert auf dem Mitsubishi L200 und vertraut damit auf bewährte japanische Großserientechnik. Es gibt ihn sowohl mit Heck- als auch mit Allradantrieb. Unter der Haube werkelt die neueste Generation des Mitsubishi Leichtmetall-Vierzylinders mit 2,4 Liter Hubraum und 181 PS. Die von uns gefahrene 5-Gang-Automatik braucht es nicht. Wir würden das 6-Gang-Schaltgetriebe nehmen.
Ein Leiterrahmen aus Stahl und Blattfedern stellen sicher, dass das Fahrverhalten auf der Straße nicht zu komfortabel ausfällt. Im Gelände dagegen passt es. Der Fiat marschiert durch dick und dünn und vermittelt den Eindruck, niemals aufzugeben. Allradantrieb, Untersetzung und sperrbarem Mitteldifferential sei Dank. Das macht einfach nur Spaß. Da verschmerzt man auch die 33.900 Euro Grundpreis. Etwas günstiger ist der neue Nissan Navara. Bei ihm beginnt die Preisliste bei 30.600 Euro. Aber wenn man ihn so lecker ausstattet wie unseren Testwagen, kommt man schnell an die 40.000 Euro. Etwas unterscheidet ihn gravierend von den Wettbewerbern. Er verfügt als einziger über Schrauben statt Blattfedern. Zumindest in der von uns gefahrenen Double Cab Version mit vollwertiger zweiter Sitzreihe. Dadurch ist er viel komfortabler als die Konkurrenz und packt trotzdem im Gelände genauso viel wie die anderen. Trotz Stabilisator können sich die Achsen perfekt verschränken. Normal ist er als Hecktriebler unterwegs. Bei Bedarf wird die Vorderachse von Hand zugeschaltet und wenn es ganz dick kommt, auch noch das Mitteldifferential gesperrt. Auch beim Nissan stellt ein klassischer Stahlrahmen sicher, dass das Auto auch unter härtesten Bedingungen nicht auseinanderfällt. Zum Beispiel als Zugfahrzeug, denn da darf der Navara als einziger die maximal erlaubten 3,5 Tonnen an den Haken nehmen. Auf der Straße ist die 160 PS Version nicht gerade fett motorisiert, aber zum Glück gibt es den Turbodiesel auch mit 190 PS. Ganz so variabel ist der Toyota Hilux nicht. Ihn gibt es ausschließlich mit 150 PS Diesel. Aber dafür sind der Motor wie das ganze Auto brandneu. Es ist bereits die 8. Generation des Hilux, dieser Ikone unter den geländegängigen Pickups. Seit mittlerweile 50 Jahren dient er als universelles Transportmittel in aller Welt. 18 Millionen Stück wurden gebaut und auch in Europa ist er der meistverkaufte Pickup. Mehr Legende geht eigentlich nicht. Mehr Unverwüstlichkeit eigentlich auch nicht. Trotzdem behauptet Toyota, die ganze Karosserie mit Stahlrahmen sei beim neuen Modell noch einmal solider geworden. Normalerweise unvorstellbar. Denn wer einmal erlebt hat, wie die Millionen Hilux in den Wüsten und Savannen dieser Welt rangenommen werden und dennoch Jahrzehnte durchhalten, hielt die Solidität für nicht mehr steigerbar. Subjektiv hat sich auch nichts geändert. Der Hilux wirkt wie eine Burg, der Motor schiebt und die Räder poltern. Ein Glück, alles wie gehabt. Die Preisliste geht bei 31.800 Euro los. Aber wenn er so schön sein soll wie unser Testwagen, sind die 40.000 Euro nicht mehr fern. Ein wichtiger Ausstattungsunterschied sei erwähnt. Zwar klettern alle drei problemlos jede Steigung hoch, bergab sieht es aber anders aus. Nur Nissan und Toyota verfügen über eine elektronische Bergabfahrhilfe und kommen so auch Geröllpisten sicher wieder runter. Was alle drei Autos vereint, ist das kleine Jungsgefühl, das einem beim Besteigen sofort überkommt. Irgendwie wirken sie, als seien sie zum Spielen in der ganz großen Sandkiste gemacht. Klar haben sie mit der offenen Ladefläche auch praktische Vorzüge, aber die dürften die wenigsten regelmäßig nutzen. Höchstens im gewerblichen Einsatz auf Baustellen oder ähnlichem. Dem stehen erhebliche Nachteile gegenüber. Die Autos sind groß, schwer und nicht gerade handlich. Die Aerodynamik ist nicht vorhanden und die Verbräuche entsprechend hoch. Unter 7 bis 8 Litern geht trotz modernster Motoren nix. Fast 50 Jahren ist der Toyota Hilux das Baustellenfahrzeug weltweit. Das merkt man ihm an. Er ist robust bis auf die Blattfedern. Einziges wirkliches Problem ist ein etwas schwächlicher 150 PS Motor. Damit darf er dann auch nur 3,2 Tonnen ziehen. Ansonsten ist er einfach die Ikone aller Pickups. Der Fiat ist technisch nahezu identisch mit dem Toyota. Das macht ihn für viele Einsatzzwecke interessant. Ich habe zu Hause einen Kaminofen. Zweimal im Jahr heißt es Holz holen, dann wäre so ein Pickup natürlich traumhaft für mich. Aber den Rest vom Jahr, was mache ich dann mit dem Auto? Dafür ist er mir einfach zu groß. Das ist halt das Problem. Emotional ja, aber rational fragwürdig. Nach 2 Jahren Australienaufenthalt habe ich natürlich eine gewisse Affinität zu Fahrzeugen wie diesem Nissan Navara. Doch was im Outback für alle Eventualitäten gerüstet ist, ist leider im Großstadtbereich nicht unbedingt ideal. Fazit: Widersprüche bleiben. Aber wir lieben diese Autos eben, weil sie so anders sind. Und wenn nach einem harten Arbeitstag das Feierabendbier ansteht, gibt es kaum ein schöneres Plätzchen als die Heckklappe eines Pickups.